Hi, ich bin Sibi von Bajunior und heute stelle ich euch den Sienna vor. Der Sienna ist ein schicker Begleiter. Der Sienna verbindet ganz wunderbar die Elemente eines klassischen Retro-Kinderwagens mit den Anforderungen eines modernen Kinderwagens. Ihr habt einmal das klassische X-Gestell, das Aluminium, dazu vier gleich große Reifen mit Weißband. Und in dem Kinderwagen liegt euer kleines Glück wirklich wie auf einem Wölkchen. Also man könnte auch sagen, es ist wie auf Händen getragen. Wenn ich hier nur ganz leicht antippe, merkt ihr schon, wie unglaublich gut diese Vierfachfederung hier greift und wie weich der abgefedert wird, wenn ihr über jeden Untergrund geht beim Spazieren. Weiteres klassisches Element vom Kinderwagen ist diese wunderschöne Rautensteppung, die ihr hier seht. Diese Rauten finden sich überall am Kinderwagen wieder. Ich nehme mal die Babywagendeckel ab und zeige euch den mal von innen, denn auch da ist der ganz besonders verarbeitet. Wir haben nämlich von innen ein total hübsches, aber sehr dezentes, zurückhaltendes, ja, ich würde sagen, Paisley-Muster eingearbeitet. Und das findet sich auch überall im Inneren des Wagens wieder. Also in der Ausstattung, der Auskleidung der Babywanne oben am Dachhimmelchen habt ihr es. Es ist aber wirklich ganz soft und ganz zurückhaltend. Die Babywanne ist unglaublich groß. Mit 80 x 36 cm hat euer Kind da richtig Platz drin. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr euer Kind da weit auf über die Zeit hinaus drin fahren, dass es wirklich von alleine richtig sitzen kann. Ihr werdet weder in der Länge noch in der Breite irgendwie Probleme haben, dass es zu eng wird für euer Kind. Den Stoff könnt ihr natürlich auch hier wieder wie bei allen Modellen ganz einfach lösen. Der ist mit einem Gummi gespannt hier und mit Rückknöpfen fixiert. Und selbst wenn man so richtig Rambazamba in eurer Wanne ist, dann macht das gar nichts. Der Stoff hält und da verrutscht gar nichts. Die Matratze ist ebenfalls mit diesem schönen, dezenten Stoff bespannt. Das ist Ökotex zertifizierte Baumwolle, 100% natürlich, also absolut schadstofffrei. Und auch den Bezug könnt ihr ganz einfach lösen, um das Ganze in der Maschine zu waschen. Ich würde es empfehlen, vor dem ersten Einsatz einfach mal kurz durchzuwaschen. Das trocknet ruckzuck über Nacht, gar nicht in den Trockner geben. Einfach so zu Hause aufhängen, am nächsten Morgen ist es trocken. Oder halt zwischendurch bei Bedarf, wenn ihr das Gefühl habt, das müsste einfach mal gereinigt werden. Das Sonnendach ist sehr, sehr groß. Ihr habt hier auch wieder eine Blende, die ihr ausklappen könnt, um euer Kind noch ein bisschen besser zu schützen vor der Sonne. Und natürlich auch, wie bei all unseren Modellen, einen magischen Reißverschluss mit einem sehr großen Mesh-Einsatz für eine optimale Luftzirkulation eures Babys in der Wanne in heißen Monaten oder auch im Winter, wenn euer Kind mal einschläft in der Wanne und ihr zu Hause Baby vor Überhitzung schützen möchtet. Einfach das Deckelchen abmachen, ein bisschen abdecken, das Dach am besten noch dazu öffnen und kuscheln, kann es einfach total friedlich weiter schimmern bei euch. Ja. Die Aufsätze lassen sich ganz einfach lösen. Dazu habt ihr auf beiden Seiten hier so schwarze Knöpfe, die haben einen Memory-Effekt. Ihr schiebt die auf beiden Seiten zurück, die bleiben in der Position auch drin und dann könnt ihr ganz einfach die Wanne rausziehen. Die Wanne wiegt 5 Kilo, ist also kein Leichtgewicht, aber unglaublich robust gearbeitet. Und ihr habt hier im Griff, hier oben einen Griff eingearbeitet im Sonnendach, damit könnt ihr die Wanne ganz einfach tragen. Keine Sorge, auch mit Baby drin ist sie stabil und verändert nicht irgendwie ihr Gleichgewicht oder ihren Mittelpunkt. Das ist einfach immer ganz gerade da für euer Kind. Gleichzeitig hat sie eine kleine Wippfunktion. Unglaublich süß, finde ich, wenn ihr unterwegs seid oder die Wanne auch als Reisebettchen nutzen möchtet, habt ihr aber eine kleine Wippe direkt mit dabei, das lieben Babys, wenn sie so hin und her geschaukelt werden, so ganz sanft. Ebenfalls im Lieferumfang mit dabei ist die Wickeltasche. Auch die wieder in diesem klassischen Rautensteff gearbeitet, bietet sie euch unglaublich viel Platz. Das ist ein wahres Raumwunder. Von der Seite seht ihr schon, wie tief sie ist. Innen auch wieder dieser schöne Stoff, den ihr schon aus der Wanne kennt. Und innen drin habt ihr verschiedene Fächer, wo ihr alles schön griffbereit verstauen könnt, damit ihr immer wisst, dass alles an seinem Platz ist. Also ein richtig cooler Begleiter für unterwegs. Ja, und die zweite Tasche bei dem Sienna. Und zwar ist das hier unten die Einkaufstasche. Die ist mit dem Reißverschluss hier festgemacht, könnt ihr aber ganz einfach lösen. Und dann könnt ihr die auch mitnehmen. Zum Beispiel zum Kinderarzttermin oder so. Ihr könnt einfach in das Innere Dinge verstauen, die ihr griffbereit haben möchtet. Beispielsweise Windeln, Feuchttücher. Ich habe sie tatsächlich auch schon mal als Wickelunterlage benutzt, weil ich meine nicht dabei hatte unterwegs. Oder aber ihr nutzt sie, um eure Einkäufe von euren täglichen Erledigungen darin unterzubringen. Und auch hier natürlich wieder dieses schöne Raumgestell mit dabei. Der Einkaufskorb unten ist sehr groß
Wie ihr seht, ihr könnt natürlich die Tasche auch weglassen, wenn ihr möchtet, und nur diesen Einkaufskorb nutzen. Die Bremse ist auch wie bei dem klassischen Kinderwagen gearbeitet. Ihr tippt hier einfach drauf, damit ist die Bremse adaptiert. Der Kinderwagen rollt nicht weg. Wenn ihr losfahren möchtet, geht ihr einfach von unten und schiebt den Bügel einfach wieder nach oben. Jetzt zeige ich euch mal, wie man das Ganze zusammenklappt. Der Griff ist verstellbar, wie bei all unseren Kinderwagen, und zwar beim Sienna 12-fach verstellbar. Somit könnt ihr den ganz wunderbar auf die Größe des Schiebers anpassen. Egal, ob ein großer Papa, eine kleine Mama, wer auch immer schiebt, jeder hat seine richtige Höhe. Wenn ihr das Ganze zusammenklappt, zieht ihr auf beiden Seiten diese schwarzen Knöpfe einfach nach oben. Ihr schaut, dass die silberne Spange hochklappt. Und das war's auch schon. So ist ganz einfach zusammengeklappt. Wenn ihr jetzt das Ganze noch ein kleines bisschen kleiner machen möchtet, weil euer Kofferraum so klein ist, oder aber ihr draußen spazieren wollt und die Reifen sind so richtig dreckig geworden und ihr möchtet das Ganze mal sauber machen, aber nicht mit dem Lappen so rumwischen, könnt ihr auch ganz einfach hier wieder die Reifen demontieren. Da habt ihr hier am Rad so eine Spange, eine Radspange, die drückt ihr einfach und dann könnt ihr das Rad so abziehen und das dann zum Beispiel unter fließendes Wasser halten. Die Felgen sind aus Chrom gearbeitet, das heißt, die rosten nicht. Natürlich auch sehr wichtig, wenn ihr bei feuchtem Wetter unterwegs seid oder durch Schnee spazieren geht. Wenn ihr wieder losfahren möchtet, auseinanderklappt und ist kinderleicht, ihr zieht einfach das Ganze nach oben, rastet an und los geht's. Jetzt zeige ich als nächstes noch den Sportaufsatz montiert. Jetzt habe ich mal den Sportaufsatz montiert. Ihr könnt ja alle in beide Richtungen montieren, ganz egal wie ihr möchtet. Ihr könnt ganz flexibel sein, soll euer kleines Glück euch anschauen, das betraute Gesicht oder zum Beispiel im Tierpark nach vorne gucken und die Welt entdecken können. Ihr seid total free, ihr könnt machen, wie ihr es für euch gerade in der Situation braucht. Wichtig ist, dass ihr auf beiden Seiten erst diese vorderen, Knöpfchen nenne ich die, gleichzeitig reinschiebt und dann auf der hinteren Seite reindrückt. Zum Lösen drückt ihr ja nachher einfach nur wieder diese Memory-Knöpfe nach hinten und zieht das Ganze einfach wieder raus. Aber jetzt zum Sportsitz. Im Lieferumfang mit dabei ist auch wieder hier ein schöner Fußsack, der euer Kind gerade in Übergangsjahreszeiten, Frühling oder Herbst, vor Wind und Wetter schützt oder auch im Winter mit einem schönen Fußsack drunter ist euer Kind immer schön eingepackt. Das Tolle hier ist, dass hier unten nochmal zwei Druckknöpfe sind und damit ist das Ganze wirklich hier auch hier unten richtig luftdicht abgeschlossen, dass da kommt keine Zugluft rein. Das ist total schön gemacht. Ich löse den mal, damit ich euch den Sitz mal von innen zeigen kann, weil der ist ein wahres Raumwunder. Also auch da habt ihr ganz lange Freude und euer Kind hat richtig Platz, schön, gesund und glücklich groß zu werden. Ich drehe es mal ein bisschen nach vorne. Ihr seht ja schon den schönen Soft-Seatliner. Der ist aus 100% Baumwolle, sehr hautsympathisch und weich gefertigt. Im Sommer ein Traum, wenn euer Kind nackte Ärmchen oder Beinchen hat. Es ist sehr hautsympathisch. Und was ich auch total gut finde, der ist total einfach zu lösen und dann in der Maschine total einfach zu waschen. 30 Grad Schonwaschprogramm, über Nacht trocknen lassen, am nächsten Morgen wieder einsatzbereit. Denn wir wissen ja alle, dass Kinder im Sport auch ganz gerne mal eine Kleinigkeit knabbern und dann wird der schon mal so ein kleines bisschen schmuddelig und das will man dann zwischendurch auch mal ein bisschen pflegen und sauber halten. Wir haben einen 5-Punkt-Gurt mit schönen Polstern hier, Gurtpolstern, damit man nicht einklemmt und alles schön weich ist für euer Kind. Und einen schönen Spielbügel hier vorne, der hat einen veganen Lederbezug hier. Auch das ist aus frei von Gerbstoffen. Total unbedenklich, wenn euer Kind da vielleicht auch mal dran rumknabbert oder reinbeißen möchte. Das tut nicht weh, kann sich nicht verletzen und ist mal schön beschäftigt. Die Fußstütze ist zweifach verstellbar und die Rückenposition vierfach. Dazu habt ihr auf der Rückseite wieder einen Hebel, wenn ihr den drückt. Beim Runterdrücken auch am besten gezogen haltet. Dann habt ihr eine beinahe gerade Liegefläche wieder und ein sehr großes Sonnendach. Und beim Sonnendach ist es so, dass ihr auch da, ich zeige euch das nochmal von der Seite, auch hier wieder so einen Reißverschluss habt. Darunter verbirgt sich ein wirklich riesengroßer Mesh-Einsatz für eine optimale Luftzirkulation in heißen Monaten oder wenn euer Kind halt einfach auch im Winter gut eingepackt ist und weiter zu Hause schlafen möchte. So. Ihr könnt entscheiden, ob ihr die 2-in-1 oder 3-in-1-Variante haben möchtet. Bei der 2-in-1-Variante ist die Babyschale nicht mit dabei und auch nicht die Adapter. Das heißt, ihr schaut am besten auf unserer Internetseite, unserem Shop nach, welche Babyschalen kompatibel sind mit dem Modell, mit dem Sienna, und bestellt dann die Adapter passend bitte mit dazu bei uns, um dann eure andere Babyschale aufzusetzen. Oder aber ihr nehmt einfach die 3-in-1-Variante
und seid rundum bestens ausgestattet, im gleichen Design von der Geburt bis zum vierten Lebensjahr. Ist alles mit dabei, was ihr braucht. Ihr habt eine klassische Luftbereifung hier, das heißt, ihr habt einen Mantel mit einem Schlauch. Natürlich kann man sich da mal einen Platten reinfahren, selbstverständlich über dem Fahrrad auch. Ich möchte aber noch kurz erzählen, dass diese Luftbereifung zusammen mit der Vierfachfederung, dieser unglaublich gut weichen hier, wie ich es eben gezeigt habe, halt verantwortlich dafür sind, dass halt diese ganzen Unebenheiten von der Erde, vom Untergrund, auf dem ihr fahrt, nicht auf das nicht verknöcherte Köpfchen und die Wirbelsäule übertragen werden und somit für uns einfach ein absolut wichtiger Punkt sind und wir deswegen auch auf diese Luftbereifung bei dem Modell hier setzen. Im Lieferumfang enthalten ist man es hier natürlich gestellt, Babywanne, Sportaufsatz, die Wickeltasche, dann die zusätzliche Tasche für den Einkaufskorb, Regenschutz und Moskitonetz und je nachdem Babyschale und Adapter im Reinheitspaket. Es gibt hier zwei Farben, einmal in diesem Denim Dark Grey, dann habt ihr ein silbernes Gestell und diese Weißbandreifen oder halt ihr entscheidet euch für die schwarze Variante, dann ist diese kleine Pastel, die hier in schwarz gearbeitet ist, in einem klassischen Cognac-Ton gehalten. Das Ganze wirkt schön italienisch, sehr hochwertig auf und da ist das Gestell dann in schwarz gearbeitet und auch hier habt ihr dann so Weißbandreifen mit dabei. Wenn ihr noch weitere Informationen zum Sienna haben möchtet, euch nochmal genau informieren möchtet über die Maße, das Gewicht, wie klappe ich das Ganze zusammen, schaut in unserer Videobeschreibung nach. Da findet ihr auch den Link direkt zu unserer Seite und auch zum Sienna. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns subscribt und uns ein Like da lasst. Wir freuen uns sehr. Dankeschön.